Ja, hi Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Lang ist es her und es wurde wieder Zeit für ein Video. Und zwar habe ich mir mal wieder was gegönnt, für den Passat aber diesmal. Und zwar einen Bluetooth-AUX-Adapter für das RCD 510. Passt wohl auch beim RNS 510, also bei der Navi-Version davon. Ich war die ganze Zeit immer zu geizig, mir so ein Ding zu kaufen, aber jetzt habe ich mir den einfach mal gegönnt. Wir werden ihn jetzt mal einbauen und dann schauen wir mal, ob das Ding auch was kann. Den habe ich jetzt einfach hier bei einem großen Online-Auktionshaus bestellt. Und wir werden jetzt einfach mal testen, wie die Soundqualität ist, ob das so gut ist, ob es ausreicht. Telefonieren kann man darüber nicht, nur Musik hören in dem Fall. Mir reicht das. Ich muss beim Autofahren nicht telefonieren. Ja, ich würde sagen, ich baue das Radio aus und dann gucken wir uns das genauer an. Ja, wie ihr seht, ist das relativ einfach, ne? Die Umrandung ist nur geklipst. Hier sind vier Schrauben und dann könnt ihr das Radio schon rausziehen. Und dahinter ist dann nur noch der Anschluss. Relativ easy bei dem Auto, so ein Radio zu tauschen. Ja, hier lege ich mir dann immer ganz gerne noch so ein Tuch hin, weil ich habe das Talent dafür, das Radio, weil ich lege das Radio dann da ab und dann zerkratze ich mir irgendwas und ärgere mich tierisch darüber und. Ja, aus den Fehlern vergangener Jahre lernt man dann. So, ich hole das Radio raus und dann geht's weiter. Ja, das ist dieser sogenannte Quad-Lock-Anschluss. Nicht Adapter. Der ist dann hier so eine Art Verschluss hier. Einfach dann drücken und dann kann man diesen Hebel umlegen und dann kann man das ganz einfach aus dem Radio rausziehen. Ohne viel Aufwand. Also ich habe dafür jetzt echt keine Kraft gebraucht. So, und jetzt das ist dieser Bluetooth-Adapter, dieser Bluetooth-Empfänger. Ja, das Gegenstück ist eigentlich ja Radioseite. Wenn dieser Adapter nicht dazwischen kommen würde, den stecken wir da dran. Dann kommt das an das Radio selber. Hier hinten. Wieder dran. Und das war's. Mehr nicht. Kein Strom, kein gar nichts. Und dann ist das hier wohl diese Bluetooth-Antenne. Okay. Also ich bin gespannt. Ich klipse das jetzt hier mal dran und werde das Radio nun mal so in den Schacht reinlegen und mal anmachen und schauen, ob es das tut. Noch bin ich ein bisschen skeptisch. So, das Radio ist jetzt drin. Also nur reingeschoben. Ich habe das jetzt noch nicht verbaut. Vernünftig. Jetzt erstmal prüfen, ob das hier alles funktioniert. Erstmal GEMA Musik ausschalten.
So, dann gehe ich hier auf AUX. So, dann muss ich Bluetooth erstmal am Handy hier aktivieren. Gucken, ob es überhaupt findet. Ja, Blue Music. Okay, Handy sagt, es ist verbunden. Suche ich mir mal ein No Copyright. Ich habe hier irgendwas am Handy extra drauf gemacht. Das hier war No Copyright. Okay, also die Soundqualität hört sich für mich jetzt ganz normal an. Ich kann jetzt hier keinen Unterschied erkennen. Man kann jetzt hier noch im Menü selber, ich ziehe euch das mal eben ran. Ich weiß nicht, ob das jedes RCD kann, oder ob man da könnt ihr gar nicht erkennen. Ja, moin. Kann ich auf jeden Fall noch auswählen, ob ich die Lautstärke vom AUX laut oder leise haben will. Ja, das war jetzt aber, also ich habe es jetzt auf laut gestellt. Also ich kann jetzt nichts feststellen, wenn ich jetzt ausmache den Ton extra. Ich mache den Ton mal aus, ob man Rauschen oder sowas hört. Aber wenn ich jetzt den Regler hier auf, ich würde mal sagen, gut drei Viertel voll mache, drehe, dann höre ich ein Rauschen. Sonst nicht. Also ich würde sagen, das ist geil. Ich werde das jetzt zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, wie ihr seht, ist das Radio jetzt eingebaut. Wieder ganz normal. Ich habe das jetzt einfach hinten ein bisschen die Kabel in die Seiten reingestopft und irgendwann hat es gepasst. Also keinen großen Bohai. Ganz cool. So, Bluetooth auf dem Handy ist jetzt noch an. Ich werde jetzt mal die Zündung anmachen und gucken, ob der sich jetzt auch automatisch wieder verbindet. Radio, Moment. Leiser. AUX. Also er verbindet sich auf jeden Fall wieder, spielt nur nicht automatisch wieder ab. Ja, also ich bin auf jeden Fall zufrieden. Ich werde das Zeug jetzt mal testen. Gekostet hat mich das, warte, das ist immer für die meisten Leute interessant. Ich habe es bei eBay gekauft. Und zwar habe ich für diesen ganzen Adapter bezahlt 36,90 €. Dafür, dass ich nicht ein Kabel verlegen muss und das einfach Plug and Play ist für vier Schrauben und ein paar Klipse, kann man machen. Wenn man überlegt, was man so nachrüsten muss, um das Original von VW zu haben. Bist schon deutlich mehr los und deutlich mehr Aufwand für das Gleiche. Also ich bin zufrieden. Ja,
ich werde das jetzt testen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann lasst mal ein Like da, lasst mal ein Abo da. Würde mich interessieren, ob ihr das Ding auch gekauft habt und wie eure Erfahrungen dazu sind.